Hey Zuschauer, was geht ab in der Hut? Tja, das Level war ein bisschen gemein. Ich meine, ich habe schon richtig vorhergesagt, dass wir da lang müssen, ne? Und uns da Dinge verbauen können, aber manchmal hilft das Wissen allein eben auch nicht weiter. Zack. Aber vielleicht, ja, dieses Mal, jetzt wo wir weiser sind, klüger, ausgebuffter. Okay, das haben wir erstmal. Die Geschichte hatten wir auch schon mal erfolgreich beendet, indem wir den gemacht hatten, ne? Doch mein Vorgehen war dann ganz ähnlich gewesen. Das war schon mal sehr gut. Oh oh. Na, ah, das war knapp. Knappe Angelegenheit. Ich habe irgendwie nicht richtig gecheckt, wie viel Zeug da drüber lag. Aber hey, nochmal gut gegangen. Okay. Ah ja, hier nochmal die Stelle, wo man das rechte Feld hier nicht wegpressen darf. Das sieht schon mal alles ganz fein aus. Ach ja, die Sache nochmal. Mit dem hier. Ah. Nicht so schön. Ich meine, es ging auf, ne? Aber trotzdem. Da haben wir alles mitgenommen. Wunderbar. Nochmal hier das, 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 das. Und hier war die Geschichte, ne? Freilassen, nicht freilassen. Machen das mal folgendermaßen. Ist halt doof, wenn man halt nicht genau weiß, ob man da lang nochmal kommt. Ansonsten kann ich es auch einfach so machen. Und beim nächsten Durchlauf nehme ich dann die beiden Infotrons mit, die jetzt zusammen mit dem Grün hier drüber und die Zongs davon abhalten, hier alles zu versperren. Ansonsten hätte es letztes Mal auch gut sein können, dass wir uns einfach alles verbauen. Nehmen wir das jetzt direkt mit? Ja, ne? Genau. Das machen wir sofort. Davon ausgehend, dass wir in dieselbe Stelle zurückkehren werden. Quasi links von diesem Port. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Da jetzt überlege ich mal ganz kurz. Wie komme ich denn an das linke Infotron? Puh. Jetzt muss ich die Situation im Kopf natürlich durchspielen, ne? Wenn ich dann da hingehe und dann das da mache, dann liegen die Bälle dort und dann kann ich da lang. Liegen die beiden hier und dann komme ich da wieder raus, oder? Zuschauer, was sagst du? Bist du meiner Meinung, oder? Also ich verlasse mich jetzt auf dich. Also ich kann auch das da machen, ne? Und das hier. Na, geht doch, ne? So, der Plan, genau wie ich ihn dir beschrieben habe, Zuschauer, hat funktioniert.
Meine Kommunikationsskills sind einfach gehend. Der heißeste Shit. Kommunikation. Okay. Ja, der Plan von vorhin. Die beiden mitnehmen, dann hier durchrennen. Nice. Da oben? Ist da oben noch was? Nee. Oh, da habe ich wieder die Taste. Ich weiß nicht, was los ist. Ich muss mir mal eine neue Tastatur kaufen. Die Tasten sind ja schon ein bisschen runter. Das war sehr, sehr knapp. Ich habe quasi die Taste gedrückt, habe gemerkt, dass ich die nicht richtig gedrückt habe und habe dann nochmal schnell nachgedrückt. Das ist doch auch assi, oder? Ich muss das Infotroll über mir liegen lassen. Damit ich jetzt wegfressen kann, hier einen Weg habe. Jo, das läuft. Na also, da haben wir alle Infotrons gesammelt. Ich sehe gerade, meine Aufnahme ist ein bisschen... da haut das nicht hin. Habe ich jetzt erst festgestellt. Lieber Zuschauer, tut mir leid. Das mache ich noch fix zu Ende. Wusch, 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 wusch. Dann fixe ich das mal fix. Momento. Ja, wie könnte das denn passieren, hä? Huh? Sehr mysteriös. Oh. Spaß mit gelben Disketten. Oder orangenen. Und mehr roten. Das ist auch ein bisschen gemein. Ich muss... Das ist echt fies gemacht, vor allem mit dem Ding da oben drüber hier. Ich muss das erst freilassen, oder? Dann das Ding um eins verschieben. Dann mich da unten durchspringen. Nein! Naja, noch ist alles gut. Ja, die Diskette, die ist eh für ein Poppes. Kann mir mal egal sein. Ja, es wird langsam schwieriger, ne? Müssen wir hier Disketten gut nutzen. Und es gibt mehr gemeine Rätsel. Ich gibt Rätsel, wer macht denn sowas? Erst denken, dann machen, ne? So. Oh, jetzt hätte ich beinahe die Diskette ausgespuckt. Dann so. Dann so. Keine Ahnung, ob das wirklich die erdachte Lösung war, aber meine war es auf jeden Fall. Da oben ist nichts mehr Sinnvolles, oder? Ich bin jetzt einfach blind in eine Richtung gegangen. Nö. Nö, nö, nö. Eigentlich hier noch ein bisschen Feuerwerk machen, aber das lief nicht so wie gedacht. Ah, sehr schön. Dann kling, kling, kling. Hier langsam entlang arbeiten. Da unten eine Müllkippe eröffnen. Das finde ich einfach gut. Also Müllkippen im Allgemeinen haben einfach auch was Romantisches, lieber Zuschauer. Okay. Die Diskette, die könnte sinnvoll sein.
für hier. Das sieht doch alles okay aus. Das sieht auch alles völlig in Ordnung aus. Da komme ich nur von unten dran. Mal schauen, ob es hier oben noch weitergeht. Ansonsten habe ich natürlich noch rote Disketten zur Auswahl, ne? Die ich benutzen könnte an der einen oder anderen Stelle. Zum Beispiel an der. Naja, warum nicht? Das mache ich mal so. Zack. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die nutze ich mal hier. Habe ich mir etwas weggesprengt? Ich habe zwar vorher geguckt, dass ich das nicht tue, aber jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher. Oh, oh, Zuschauer. Oh, oh. Ich hoffe mal nicht. Gibt es hier irgendeinen Grund, warum ich das Ding nicht in die Luft jagen könnte? Nö, ne? Das kann ich aber so mitnehmen, wie es ist. Jo. Ja, entweder haben wir es jetzt geschafft, lieber Zuschauer. Oder wir haben versagt und uns fehlt genau ein Infotron. Oder eine rote Diskette. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Noch 10 Stück. Fünf, vier. Ha, hu, ha. Hu. Gut. Ich geh erstmal da lang. Nimm das hier mit. Nimm das hier mit. Ah, es funktioniert. Nice. Komm, wir nehmen was anderes. Ich vermisse Adlib. Ja, TNT. It's Dynamite. Die Soundeffekte, wenn man explodiert, finde ich cool. Die erinnern mich an Gott, dem Plattformer von 91 ist der, glaube ich. Feuerwerk! Oh, oh, das Infoton da rechts, das habe ich extra dahin gepackt. Alles wie geplant. Das Level habe ich natürlich auch mal gerne gespielt. Cool. Und habe einfach die Disketten so zusammengeschoben, dass es eine möglichst große Explosion gibt. Und habe mich dann gefreut. Ah, wie früher. So, gibt es hier noch irgendwas Spezielles, was ich beachten muss? Nee, ne? Kann ich mir das nicht so ganz vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das hier wegsprengen müssen. Den, oh, oh, scheiße. Das war nicht der Port. Gut, haben wir das halt nicht gemacht. Das war, das sind wir bestimmt Einbahnstraße, ne? Ich geh mal nach oben. Ja, super gemacht, Stefan. Das war sehr, sehr clever. Wir müssen natürlich hier erst alles mitnehmen, was so geht, bevor wir in die Einbahnstraße reinfahren. Von Scheiß. Naja, ist ja jetzt nicht so wild, aber du weißt schon.
Oh, oh, stimmt, ja, Infodrons, wenn die da drauf fallen, die explodieren auch. Habe ich für einen Moment, vergessen. Dass Infodrons die auch triggern können. Upsi. Dabei haben wir doch das aktuelle Jahr. Und da wird doch bekanntlich alles und jeder getriggert. Von allem. Okay. Okay, die muss ich direkt hier, ne? Ah, schau nur. Wuh. Yeah. Oh. Oh, yeah. Infodron kaputt gemacht. Ja, entschuldige, dass ich hier Spaß habe, okay? Ich bitte um tausendfache Verfickung. Für Spaß haben mit einem Spiel. Wird nie wieder vorkommen. So. Nochmal die ganze Geschichte. Sehr doof gelaufen. Aber das hier war nicht ganz so doof. Hier, nach und nach. Na klar, gehen wir mal in die Luft. In der Luft. Okay, das kann man ja machen. La 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 la. Ja, selbe Spiel, ne? Von unten nach oben arbeiten. Dann kann einem hier gar nicht mal so viel passieren. Wenn man sich jetzt nicht anstellt wie... wie so ein Let's Player, weißt du? So. Sehr schön, sehr schön. Dann die Sache mit dem Port. Die kann man auch relativ einfach erledigen. Und zwar so. Von wegen Einbahnstraße. Nicht mit uns. So, das hier ist schon mal ganz fein. Und theoretisch müssen wir hier nochmal was in die Luft jagen, einfach weil wir es können, nicht wahr? Am besten an dieser Stelle. Wow, yeah! Cool! Nicht schlecht, oder? Also mir hat's gefallen. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oder was überhaupt so am Happening ist. Was werden wir gleich herausfinden? Oh, 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 nein, nein, nichts verschütten. Ha, ha. Das geht immer schnell. Das da oben sieht auch aus wie eine gemeine Falle. Hm. Gibt es hier irgendwas, was uns daran hindert? Achso, die Schere sitzt eh fest. Kann ich mir das zunutze machen? Stimmt. Naja, ich werde es einfach mal entblockieren. Wie so ein Chiropraktiker. Und dann klebe ich es einfach mal bei der nächstbesten Gelegenheit. Okay. Oh, schade. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg das hin, dass ich den Port kaputt mache. Aber ist manchmal nicht so einfach. Oh, da haben wir doch mal was. Wo ist der? Ach, sogar mit gelb markiert. Mit Gefahrenzeichen. Das ist aber nett. Dankeschön. Alles absolut legit. Thank you.
Hey Freundchen, was geht ab? Oh ja, da bleibt es da. Schon auch, wo ich lang muss, damit ich hier nichts versehentlich wegsprenge oder verbaue oder... Aber vor allem wegspringe. Oh, das lief wohl nicht so wie geplant. Ja, das... Retro Gaming Super Profi. Oh, da haben die sich ausgetauscht, ne? Ihre Plätze getauscht. Ey, wo kann ich denn hier nochmal? Hier. Komm schon, Schere. Timing. Timing schwer. Na also, geh doch. Das war... First Try, wenn du hier gerade eingeschalten hast. Ja, okay. Ja, die Schere, die lasse ich da, die ist mir jetzt egal. Noch 28, 26 Infotrons, das ist gar nicht mal so viel, ne? Ich überlege mal, wo ich das erste lang gehe. Ach, hier unten habe ich doch mehr als genug Platz, oder? Ja, natürlich. Dann... Machen wir das einfach mal so hier. Okay. Das wirkt irgendwie auch ein bisschen fies, hier die Angelegenheit. Überall instabile Positionen für Disketten. Ja, ich weiß auch noch nicht, wo ich hier lang möchte. Lieber Zuschauer, ich habe mal keinen richtigen Plan. Merkt man vielleicht. Ach, da ist schon mal das Exit. Das ist auch schon mal sehr gut zu wissen. Was mache ich mit dir? Jo. Die ganzen Zonks da oben, die machen mich noch ein bisschen nervös. Mit den Disketten und dazwischen die Infotrons. Finde ich nicht so gut. Die ganze Geschichte hier. Hier machst du ein schönes Auffangbecken. Das ist schon mal was. Dann würde ich das ja gerne sehr, sehr vorsichtig machen, damit ich vor allem keine Infotrons verschütte. Verschütten ist ein wiederkehrendes Thema hier in diesem Spiel. Das ist doch okay, ne? Oh. Okay, ich dachte, hier gibt es mal irgendwie eine Ultra-Gefahr. Weißt du? Aber sieht nicht danach aus. Yep, zack. Nice. So, lieber Zuschauer. Das soll es erstmal gewesen sein, hä? Mit, ja, auf jeden Fall erstmal mit dieser Folge. Ich weiß noch nicht, ob mit diesem Let's Play vielleicht kommen. Ich sage erstmal, das war's erstmal mit dem Let's Play. Ich schaue erstmal, was ihr dazu sagt und ob es euch gefällt. Ich meine, wir haben 33 von 111 Leveln gespielt. Das sind wenige Prozente. Ich sag mal 23, ich habe jetzt nicht gerechnet. 23% dieses Spiels haben wir durchgespielt. Die 23 leichtesten Prozente. Da ist noch was zu tun. Rain Man! Ja, sag Bescheid. Oder ich sehe es ja auch. Ne? Wie gut es ankommt oder wie schlecht. Und dann mache ich später nochmal ein paar Level dahinterher. Ne? Weißt Bescheid. Also, ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein, für dein Interesse an diesem wunderschönen Spiel. Und ja, in der nächsten Folge, wenn sie denn irgendwann mal kommt, weiß man ja nicht, gibt es auf jeden Fall noch so viele Dinge, die man noch machen kann. Ne? Das wird nice.
also abgesehen von den Leveln, ich meine auch so audio- und videotechnisch, geht hier noch viel. So, bis dahin erstmal. Ciao.